und eine autologe Stammzelltransplantation, eine Krankheitskontrolle bei T-Non-Hodgkin-Lymphomen noch verbessern lässt. Ja, auch ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit, unsere Daten hier im Vorfeld zu präsentieren. Und ich habe es im Vergleich zu den Vorrednern noch kürzer gemacht, dahingehend, dass ich Ihnen gleich die entsprechenden Ergebnisse zeige. Ja. Ich möchte Ihnen aber erklären, wie wir dazu gekommen sind. Was ist das Problem? Das Problem ist die Therapie der T-Zellen und Hodgkin-Lymphome. Bis heutzutage gibt es eigentlich keine exakte Standardtherapie für diese besondere Entität, die ungefähr 10% aller Non-Hodgkin-Lymphome ausmacht. Man nimmt aus Analogieschlüssen zu den aggressiven B-Zell-Lymphomen gerne das CHOP-Protokoll und hat damit auch ordentliche Erfolge gezeigt. Weiter darüber hinausgehend ist aber auch gerade bei dieser Entität die Frage einer primären Dosisintensivierung mit autologer Stammzelltransplantation in ihrem Stellenwert noch unklar und ist gerade Gegenstand von jetzt nun endlich durchgeführten, zumindest gestarteten klinischen Studien. Was wir hier gemacht haben in Freiburg ist eine retrospektive Kohortenanalyse, also sprich alle Patienten, die in den letzten ungefähr 20 Jahren mit T-Zell-Lymphomen in Freiburg behandelt wurden, wurden analysiert bezüglich des Outcomes bei der Verwendung von Hochdosistherapien. Das ist daher sinnvoll, weil wir in Freiburg schon seit geraumer Zeit die primäre Hochdosistherapie verwendet haben bei aggressiven Lymphomen, durchaus in der Kombination mit zuvor einer Dosisintensivierung des CHOP-Protokolls mit Hinzunahme von Iphosphamid und ARAC-haltigen Protokollen. Also das ist keine Intention-to-Treat-Studie, sondern eine retrospektive Analyse, wo, wenn man so will, der Hintergrund war eine viermalige CHOP-Gabe, eine zweimalige Erhöhung der Dosis mittels eines Protokolls, das ich dann auch am Montag nochmal genauer zeigen werde, und nach Möglichkeit die Durchführung einer Hochdosistherapie nach, in den meisten Fällen, Beam-Konditionierung. Und was Sie nun sehen, sind die Daten, die sich erstaunlicherweise unterscheiden für die untersuchten Subentitäten der T-Zell-Lymphome. Also hier sehen Sie die primären T-Zell-Lymphome not otherwise specified. Wir reden hier insgesamt von einer Kohortenanalyse von über 110 Patienten. In dieser Gruppe PTCL-NOS waren 46 Patienten analysiert. Und was Sie hier sehen, ist der Overall Survival für die Patienten unter 65 Jahre. Also eine Patientengruppe, die primär einer Hochdosistherapie zugänglich wäre. Auch für uns eigentlich fast enttäuschend, würde ich sagen, hat die primäre Hochdosistherapie eigentlich zu keiner Verbesserung der an sich schon relativ guten Überlebenszeiten geführt. Was sich aber zeigte, ist in einer weiteren Analyse, für Patienten, die mit oder ohne Hochdosistherapie eine komplette Remission der Erkrankung erreichen, scheinen die Patienten, die hochdosistherapiert werden, ein geringeres Risiko zu haben, einen Rückfall der Erkrankung zu erleiden. Im umgekehrten Fall sehen Sie bei den Patienten ohne Hochdosistherapie in dieser Entität, dass über 70% der Patienten einen Rückfall erleiden innerhalb der ersten 50 Monate. Dies ist der Fall für die PTCL-NOS. Als zweite interessante Subgruppe sind die angiomyoblastischen T-Zell-Lymphome, die auch in Analogie zu dieser Therapie so behandelt wurden. Was Sie hier sehen, ist, dass es eine scheinbare Spreizung gibt der Overall-Survival-Daten für Patienten mit oder ohne Hochdosis. Da ist natürlich das Argument jederzeit zutreffend, dass es sich hier um eine retrospektive Analyse handelt. Also es wahrscheinlich gute Gründe gibt, warum diese Patienten, die so schlecht gelaufen sind in der Overall-Survival-Gruppe, eben keine Hochdosis bekommen haben. Und auch ich würde aus diesen Daten zwar einerseits propagieren, dass die Substanzen, die wir eingesetzt haben, also Iphosphamid, ARAC, durchaus wirksame Substanzen sind, die die Effektivität der CHOP-Therapie verbessern für die T-Zell-Lymphome, dass wir hier aber wahrscheinlich einen gewissen Bias sehen, der Patienten, die die Hochdosistherapie tatsächlich erreichen, also sprich wahrscheinlich durch die Biologie der Erkrankung bedingt, einen etwas günstigeren Verlauf haben im Vergleich zu Patienten, die hier relativ schnell wegbrechen und offensichtlich eine andere Biologie der Erkrankung haben. Also zusammengefasst sehe ich darin unseren Beitrag einerseits in der differenzierten Stellung der Hochdosistherapie, primär bei der Behandlung von T-Zell-Lymphom, und andererseits offensichtlich bringen diese retrospektiven Daten Hinweise für eine noch weiter zu klärende Heterogenität der T-Zell-Lymphome. Vielen Dank.